Wir sind on und ich hoffe, dass Twitch wieder funktioniert. Die letzten Male ging ja gar nichts. Da konnte ich überhaupt nicht streamen. Also so gar nicht. Ich bin gespannt. Warte, ich muss das mal kurz hier richtig schieben. Jo. Dann wollen wir mal hier rein damit. Wir müssen noch ein bisschen warten. Aber so grundsätzlich sind wir dabei. Diesmal hoffentlich fliege ich auch nicht raus. Das war ja letztes Mal sogar der Scheiß hier. Dass ich sogar rausgeflogen bin beim Ziehen, beim Spielen hinterher. Dass ich quasi alle die Spiele, die ich machen wollte, sofort verkackt habe. Bestimmt gar nicht. So ist es falsch. Und zwar Spiele, die ich fast schon gewonnen habe, verkackt habe, weil ich rausgeflogen bin. So ist es richtig. Bam, bam. Ist eigentlich der richtige Hintergrund? Das ist, wenn man so lange nicht streamt, ist das schon komisch. Schon Entzugserscheinung. Oh, da vorne sieht man, dass ich noch aufräumen muss. Warte. Ja, ich sollte mir vielleicht eine grüne Wand holen. Das heißt, wenn ihr gerade Geld über habt, dann muss ich meinen Sitz nicht so komisch stellen. Na gut, okay. Macht ja nichts. So, wie weit sind wir? 4 von 8. Und ich habe 0 Drops. Das gefällt mir gut. Und ich habe 0 Nachrichten. Das ist doch okay. Das ist okay. Ihr Razer übrigens. Könnte fast Giveaway werden, wa? Aber erst, wenn ich es voll geschweißt habe. Dann ist es ein gutes Giveaway. Ich war am Wochenende auf Live-Rollenspiel. Das war schon ziemlich cool. Ganz vielen Untoten. Nein, Ewigen. Entschuldigung, es gibt einen Unterschied zwischen Ewigen und Untoten. Und ich war Führer der Ewigen. Wuhu! Das war schon ganz cool. Montagsabends ist bestimmt die beste Zeit für die Power Gamer. Hoffentlich kann ich das überhaupt noch. Hoffen wir jetzt, aber dafür habe ich von meinem hier Ganesha mal bekommen. Der wird mir beistehen. Ganesha wird mir beistehen. Ich weiß es. Muss. Fünf von acht, komm. Lass mich spielen. Ich will spielen. Ich habe die ganze Woche nicht gespielt. Stimmt, ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Mir dachte ja, wenn Twitch schon nicht geht, dann brauchst du auch nicht spielen. Da habe ich eine Nachricht bekommen.
Oho, das ging jetzt schnell. Alles klar, wen haben wir da? Wir haben grün. Feral Domination when a troop with. Das heißt, ich brauche wilde 5-Plus-Kreaturen. Müsste mit grün kämpfen. Okay. Gekauft. Machen wir grün. Ich glaube, auf dem Turnier habe ich auch noch nie grün gespielt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oh, hier ist ja gar nichts Schönes dabei. Alles nicht schön. Wow. Schon hart. Oh, hier haben wir eigentlich ganz gute. Hey, den haben wir schon. Mal sie. Oh, ich glaube, ich habe Heuschnupfen. Meine Rachen. Ganze Zeit. Also solange das hier immer weitergeht, ist alles gut. Also solange neue Karten kommen. Beruhigt.
gute Lilane dabei, ne? Was sagen? Aber günstig ist auch gut. Günstig ist auch gut. Zwei, drei, das geht schon. Auf Rot gehen? Da sind wir erstmal sicher. Rot. Nun, das muss noch besser werden, mein Freund. Das muss noch besser werden. Oh, hallo. Hallo, guck mal, ich bin hier.
Ach, schau an. Was wir da brauchen. Wow. Das ist cool. Behalte ich. Ah, es gefällt mir. Gefällt mir gut. Da! Ah! Was ist denn jetzt hier? Oh, wer bist du denn? Ja, krass. Roboter. Ich wollte dich, großer. Das ist natürlich schön, wenn der Gegner tatsächlich hat. Auf jeden Fall was für die Hinterhand. Für die Reserve. Ah, das ist schon okay. Das sieht schon gut aus. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Was haben wir denn noch? Pick of Light holen wir nachher, den holen wir auch nachher, ja. Ganz schön teure Sachen. Kleinere Einheiten. Das ist zu viel hier, 5. Nicht zusammengezählt, denke ich mal. Das ist nur für ihn hier. Oder ihn.
Nicht schlecht. Kleine Einheiten habe ich gesagt, ne? Ist ja nichts. Ich vorhin schon nehmen sollen. Statt den hier. Naja, da wusste ich es ja auch noch nicht. So. Junge. Licht, gar nicht schlecht. Meine Backhand. Ich habe keine Troops of One, obwohl die so cool ist. Troops of One or less, habe ich gar keinen, ne? Nur einen. Warte. Sehr gut. Eins, zwei, drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, neun, zehn. Wow. Ja.
Mit dem kann ich leben. Burn ist wichtig. Burn, burn, yes, you're gonna burn. Will ja nicht nur gute Karten haben, will ja auch gewinnen. Ja. Einmal da. Besser ist das. Was kannst du? Oh. Gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Sehr geil. Auch sehr gut. Dich nehme ich, dich will ich behalten. Mir. Du gefällst mir. Gut.
Und wieder grün, wa? Obwohl, passt schon. Spannende Karte. Ist auch noch ein. Ich wollte dich nehmen. Goblin. Das ist spannend. Am Anfang ist er richtig gut. Bleiben wir beim Arena Brawler. Arena Brawler. Ja. Machen wir alle kaputt. Wer weiß, vielleicht rettet mir das ja den Arsch.
Ich wollte dich doch schon immer haben. Okay. Machen wir mal. Dann wollen wir mal. Erstmal all die raus, die sowieso uninteressant sind. Das war's? Nein. Doch, da. Genau, den. So. 1, 2, 3. Das kostet mich 5.
Okay. Ja, so. Jetzt nochmal Socken an. Und dann kann ja nichts mehr schief gehen. Das sind 1, 2 Truppen, 3. Das lohnt sich nicht. Wie geil das auch ist, wenn es klappt. Das wird schon, oder? Wird schon. Ich bin gespannt. Dum 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 dum. Ein Ladeding an dem Cursor macht mich immer ein bisschen nervös. Wie gesagt, das letzte Mal hat er durchgezählt, dann war er bei 0, nichts ist passiert und ich habe die erste Runde schon verloren gehabt, weil ich eigentlich rausgeflogen war, er es mir aber nicht gesagt hat. Aber bisher scheint ja alles sehr stabil zu laufen. Denke ich. Hoffe ich. Will ich meinen.
Kann es aber auch gar nicht überprüfen. Ach doch, warte mal, ich shave nochmal. Na, oh, das sieht doch gut aus. Sieht. Ja. Los. Lasst uns kämpfen. Erzählt echt bis unten runter, ich meine. Kann man machen. Schwäbisch Sprachkurs. Ja, spannend. Irgendwie, bestimmt, vielleicht. Nein. Ja, nee, nicht sehr spannend. Nicht sehr spannend. Scheint hier noch zu reagieren. Ich finde es spannend, dass er durchzieht, dass er es echt durchzieht. Also entweder ist jemand rausgeflogen. Der ist nicht am Rechner oder sowas. Naja, bald haben wir es ja. Nee, es scheinen aber doch dann alle da zu sein. Scheinen dann doch alle da zu sein. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich nicht den Trade Law kenne. Ich weiß nicht, ob ich den Trade Law nicht kenne. Ah, dann geht's ja gleich los. Ich kann endlich spielen. Ach, gefühlt in 2 Stunden. Nee, aber 1,5, ey. Na dann. Oh, da weiß ich schon, dass ich wahrscheinlich.
Wie überraschend. Okay. Mana habe ich ja schon mal genug. Dann legen wir mal los. Spielt er rein weiß? Hat nichts auszuspielen. Okay. Oh. Und viel Mana. Das ist natürlich schlecht. Also für ihn. Was ist denn das? Ah. Das ist 3-3, wa? 3-3 ist ja schon nicht schlecht. Ich warte noch. Oh, jetzt hat er genug Mana. Bam, bam.
Okay. Number one. Okay. Oh, er hat sogar Rot dabei. Okay, das war natürlich gerade echt übel. Das ist natürlich übel. Wenn mir das jetzt auch passiert, habe ich natürlich ein Problem. Schön. Ein roter fehlt mir. Fuck.
stehen wir nun? Jetzt wirst du wohl gleich genug Mana haben, wa? Mal schauen, rotes Mana. Fuck. Rotes Mana! Rotes Mana! Komm schon! Ja. Okay. Plus 3 geht jetzt nicht mehr. Schade. Naja, dann. Dann warten wir. Ein rotes noch. Kostet das 1. Der wird ihm gleich ordentlich Schaden machen.
Den kann ich nicht blocken. Dann wird er aber nicht angreifen. 6 Schaden. Erstschlag, ne? Hm. Gut, was soll ich machen, ne? Bringt ja nichts, dann blockt er den nicht. Das denke ich überhaupt nach. Ja, so langsam kriege ich ein Problem. Tschum, tschum, nur ein Schaden. Haut rein. 10 Schaden. Ist die Runde verloren, wenn jetzt hier kein rotes Mana kommt, wa? Grünes Mana ist ja nett, aber shit. Jetzt habe ich ein Problem. Denn ich kann. Ah, doch, warte. Scheiße. Nicht einen killen, aber... Mist, ich habe ein Problem. Das eine rote Mana. Ja, allerdings. Jetzt greift er auch nur mit dem an. Scheiße, hätte ich das doch nutzen können. Naja. Bringt mir so gar nichts. Drei, sechs, acht. Wird der auch sterben müsst. Habe ich verloren.
Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder zu viel Mana. Ach, der war schon ganz gut. Der war schon ganz gut. War gut. Warte mal, vielleicht mache ich. Bam, bam, bam. Schön. Auf geht's. Jetzt will ich mal zuerst, mein Freund. Nein, meinen habe ich den gekriegt. Gib mir noch ein grünes. Ich brauche nur noch ein grünes. Oh, drei, scheiße. Ja, böse. Ich ein, verstehe ich. Na, du bleibst schön da. Okay. Schön.
Ziehen wir den wieder. Okay. Nix gut. Nicht gut, nicht gut. Ein Schaden. Vier, drei, braucht aber vier. Kriegst drei mehr, dann hätte ich fünf. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch Mana, was übrig ist. Kommst du ins Spiel. Spannend, spannend. Eins, eins, fünf ist okay. Dann ist das halt so. Komm, Mana. Schön. Den Spiel ist der sofort kaputt. Den spiele nicht. Er kann aber den aufhalten. Dich voll opfern. So langsam. Es wird nicht gut enden. Es wird nicht gut enden.
Lass mich raten, den da. Du Arsch. Scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das war so nicht geplant. Nein, das war so ganz und gar nicht geplant. Oh, danke, wie viel machst du? Zwei? Ach, das ist doch schon mal gut. Ein Anfang. Wenn auch nicht unbedingt ein guter. Kann ich das hier sofort nutzen? Ich nicht. Oder? Schade. Schade, schade, schade. Das wird ein Überlebenskampf. Ja. Nix gut. Och. Och, wie assi ist das denn? Scheiße. Ah! Nur wegen dem einen Mana hätte ich mal... Ja, mein Fehler. Hätte ich mal eine neue Hand gezogen. Und da dachte ich, ah, du kannst ja mal Glück haben. Aber ich habe fast 18. Nee, ich habe sogar 18 Mana. Das ist nicht wenig, verdammt. Das ist nicht wenig, so wie ist denn eigentlich da? Bekannte? Nee. Trotzdem, hi Olefki. Ich verloren, ey. Das war unnötig. Ich sollte nicht auf mein Glück vertrauen. Sollte nicht auf mein Glück vertrauen. Boah, die reizen das aber echt heute aus. So, ich dachte, ich meine, wir haben drei Spiele gespielt, ne? Und die sind noch beim zweiten. Was sagt mir Facebook denn?
Facebook sagt mir, guten Tag. Mittelalterliches Treiben. Ja, nee. Kann man machen. Obwohl, das Deck ist auch nicht wirklich gut. Ich glaube, das ist das schlechteste Deck, was ich je hatte in einem Draft. Es hat so null Notfalllösung. Ja gut, ich hatte aber auch keinen Mana, ne? Trotzdem. Na, so, die einen sind fertig, dann jetzt nur noch die anderen, ha? Da kommt schon. Delusion Gewinne. Nachher spielen noch drei. Gott. Das fände ich wie jetzt schon wieder. Verdammt, Dacke. Lülülü. Mein Handy ist dafür gleich vollgeladen. Ist ja auch was Schönes, oder? Und ich habe null Drops. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Endlich eine halbwegs vernünftige Bitrate wieder. Null Drops. Das war ja jetzt die letzte Woche nicht so. Muss nur noch das Spiel funktionieren. Ja, dann kann ich ja immerhin noch zwei Packs gewinnen. So unnötig. Könnte ich mich. Muss euch Blitzdingsen hier. Ihr habt das gar nicht gesehen, dass ich verloren habe. Das war so peinlich. Dachte ich, überlistig. Aber nicht überlistet. For gamers by gamers. Na komm. Selbst wenn ihr jetzt 1-1 spielt, wirst du nicht mehr genug Zeit haben für das dritte. Also, hoffe ich zumindest. Es gibt ja so Leute, die, nachdem sie einmal verloren haben, schon rausgehen. Weil sie sagen, nee, dann habe ich auch keine Lust mehr. Finde ich krass.
Wirklich krass. Weil theoretisch kannst du ja nur gewinnen dadurch. Oder? Es ist. Ach nee, ein Match musst du gewinnen. Scheiße. Ja. Stimmt, ja. Muss ich ja gleich noch gewinnen. Mindestens eins. Mit meinem blöden Deck. Kommt schon, Jungs, kommt schon. Wir wollen mitspielen. Wollen wir wirklich? Ja. Hey, Debug. Hallösche. Gut, dass du jetzt erst kommst. Sonst hättest du mir wahrscheinlich das Deck schon um die Ohren geschlagen. Oder dass ich das letzte Mal verloren habe, weil ich nicht neu gezogen habe. Danke übrigens nochmal für die Karten. Das eigentlich noch bei mir drin stehen? Ja, mit. Muss ich mal gucken. Dass der Stream nicht funktioniert. Das war echt übel die Woche. Ging gar nichts. Ich glaube, schon letztes Wochenende war das Problem. Das sogar davor noch. Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt schon. Das mag ich bei War Thunder immer. Ich will ja jetzt mal meinen, ich bin bei War Thunder nicht so schlecht. Und wenn dann immer kommt so, ah, du schießt viel zu weit weg. Du musst mehr vorhalten. Ja, muss ich. Oder ah, du brauchst unbedingt das Auto. Ja, wahrscheinlich. Aber hier, finde ich es doch gar nicht schlecht, außerdem hast du um Welten mehr Erfahrung als ich. Das stimmt auch. Aber es ist auch ganz gut so, sonst würden ja alle die, die hier zugucken, sowieso gewinnen. Aber ja, du kannst mir auch hinterher sagen, dass es ein Fehler war oder wo der Fehler lag, das ist auch schön. So nach dem Motto, ja, das hätte ich an deiner Stelle jetzt aber nicht gemacht. So nach dem Motto, hättest du das getan, hättest du gewonnen. Das ist okay. Ich kann damit umgehen. Ich glaube aus dem Aua. Alter, bin ich raus, dass ich mich darüber aufrege. Ich frage mich nur, was die zwei da machen. Ah, okay. So, gegen wen darf ich spielen? Gegen Chryso. Kennst du Chryso, Chryso? Ist da irgendein Powergamer dabei, den man kennt, wo du sagst, so, oh, wenn der mitspielt, dann... Kannst du gleich aufgeben. Ah, sehr gut. Spielst du Wettkampf? Bestimmt, ne? Oder spielst du auch Swiss? Ah, alles klar. Das ist auch gut so. Dann habe ich auch eine Chance. Oh, ich könnte mich immer noch so in den Arsch beißen für die letzte Runde, ey. Sag es dir.
Oh, das ist doch schon gar nicht so verkehrt hier. Ja, verstehe. Ja, für mich ist es ja so, dass ich dann eher noch ein bisschen was lernen kann und nicht gleich alles verliere und so. Wie gesagt, also gerade das. Da habe ich mir schon in den Arsch gebissen. Nee, und gar nicht. Oh, cool. Ja. Ich glaube, mein Gegner spielt noch nicht so lange. Braucht dann doch etwas. Finde ich nett. Nee, ich habe den vorhin gespielt, das war total blöd. Das war total doof. Aber ich dachte, wenn ich nochmal so Scheißkarten auf der Hand habe, dann kann ich alles oder nichts spielen. Aber ja, es ist Glückssache. Das ist ein Trick, oder? Na komm. Ich block dich nicht. Mach mir deinen einen Schaden. Meinetwegen. Komm.
Ja. Sehr schön. So wenigstens die Karte nicht mehr. Oh ja. Oh nein. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, greif mich an. So, schüttel das Glück. Ob das jetzt gut war, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Na? Okay. Okay. Ja, wir haben viel zu vernichten. Ich merke das schon. Jetzt weiß ich auch, warum das Spiel mit gegen den so lange lief. Weil er sich hier auch unendlich hochheilt. Okay. Ja, oder wenn man Nekromantie hat, wäre das ja auch gut. Oder ich habe einen drin, ich hoffe, dass der jetzt noch im Deck drin ist, wo ich einen von ihm unter meiner Kontrolle wiederbeleben kann. Ja, das wird ein langes Spiel. Wenn ich nicht gleich einen Ultra-Villian ziehe. Nein, du bist kein Ultra-Villian. Zwei Schaden gemacht. Das kann dauern. Die
ich doch mal den T-Rex mit. So. Oder ich glaube, den habe ich gar nicht gezogen. Du warst mit... Ja. Oh, was hast du denn noch für Karten auf der Hand, mein Freund? Treff mich an. Komm, 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 komm. Ich will meinen, es ist gerade etwas zäh. Wie schlecht. Jetzt kommt er gleich mit der Überkarte. Und zack, bin ich weg. Acht Mana. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, komm. Na? Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wenn mir das grundsätzlich auch einfach nur Lebenspunkte gibt. Ich brauche ein, zwei Kreaturen. Und der reizt es völlig aus. Reizt es völlig aus. Ja, das könnte jetzt problematisch werden. Nicht gleich eine Kreatur kriegen. Ja, es wird problematisch, wenn ich nicht gleich eine Kreatur kriege. Verstehe nicht. Wenn seine Zeit um ist, hat er automatisch verloren, ne? Auch wenn es 1-1 steht, richtig? Oder wenn er 1-0 steht. Okay. Das ist doch schon mal gut zu hören.
Wieso muss ich da noch 20 Minuten auf seiner Seite warten? Ich brauche hier für 5. Okay. Die Charges. So. 31 Lebensmittel. Oh, jetzt greift er mich nicht mehr an. Komm, und noch ein. Sehr schön. Was? Das ist scheiße. Das finde ich jetzt gar nicht gut, weil jetzt greift er mich nämlich wieder an. Fuck. Fuck, 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 fuck. Und cool, ich brauche Kreaturen, verdammt. Verliere? Ich kack ab, ey. Mal das hilft mir jetzt. Ja. Das heißt, das ist trotzdem, dass ich verlieren werde. Scheiße. Ich habe so ein schlechtes Deck. Entweder fehlt mir Mana oder mir fehlen Kreaturen. Psst. Die greif mich nur an. Komm, trau dich. Also. Fuck. Nix gut.
Wüsste ich nicht. So. Ja, shit. Na, dann geht das ja noch. Ich meine, vielleicht macht das nicht ganz so geschickt. Wäre ja noch was, aber... Habe ich jetzt mit allen angreift? Ja. Dann habe ich ein Problem. Ja, dann habe ich ein Problem. Warte, das muss ich testen. Habe ich das etwa falsch verstanden? Komm, greif ihn mal nochmal an. Außerdem kostet ihnen das ja Zeit. Okay. Ah, okay. Ich dachte schon. Na komm. Verloren! Wie schlecht! Der Humanoiden. Ja, richtig. Mich hat das nur gewundert, dass ich es auswählen konnte, als er mich angegriffen hat. Und da dachte ich, habe ich das falsch verstanden? Dass es vielleicht sogar, dass er blockt, wenn ich ihn verteidige oder so. Aber nein, nein, schon richtig. Ja, aber es kostet 4 Punkte, oder? 5 sogar. Oder muss ich nur 5, muss ich die gar nicht verbrauchen? Ja, 3 zum Spielen, aber für die Fähigkeit brauche ich doch 5, oder? Ist das hier nicht? Genau, ja. Na komm, wir nehmen ihn mit rein. Er scheint ja auch noch ganz schön umzubauen.
Ja. Wie viel Länder nimmst du bei 40? Also wie viel, wenn du zwei Farben nimmst? Also bei Magic hatten wir mal die Ein-Drittel-Regel. Genau, wie viele Ressourcen? Also bei Magic war das immer 60 Karten, 20 Länder. 10 von jeweils einer Farbe. Wie handhabst du denn das? Oder wie handhabt man das denn hier? Welcher Faustregel? Echt? Das ist ja fast die Hälfte. Du hast die Hälfte Ressourcen? Wow. Okay. Ach. Nicht aufregen. Nee, damals war immer ein Drittel, also 20 Länder und 40 Karten. Ah, finde ich interessant. Also gerade 17 und 40 finde ich total krass. Aber ja gut, ne? Es wird sich schon irgendwo raus ergeben haben. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Jedenfalls war es früher nicht so. Aber macht ja nichts. Es scheint ja zu klappen. Also da hattest du aber auch nie 40. Da war ja immer 60. Aber ziehst du da nicht nur Länder? Oder fast nur Länder?
Okay, spannend. Kann ich jetzt mal meine Verteidiger deklären? Dankeschön. Ja. Das stimmt. Das stimmt, werde ich gleich mal ändern in der nächsten Runde. Muss ich mein Deck nochmal überarbeiten. Nee, aber du hast ja grundsätzlich recht. So ist es ja nicht. Hast du wohl noch auf der Hand? Das gibt's nicht, ey. Ja, du hast recht. Ich hätte nicht angreifen sollen. Ich dachte jetzt, er greift mich an. Ich gebe hier einem den Rage. Und dann habe ich so gut wie gewonnen. Aber dass er hier so einen Spacken-Titan spielt. Damit habe ich wahrhaft nicht gerechnet. Das reicht nicht mal. Oh.
Wohl doch, wenn er mich angreift. Ja, danke. Das hast du nett ausgedrückt. Schade, dass er 7 hat. Jetzt könnte ich dem gleich Fury geben. Aber dann habe ich ihn noch. Ja, ist richtig, ist richtig. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und er überlegt noch lange, weil ein drittes Spiel wird er zeitlich nicht schaffen. Hm? Ha. Hage. Ja. Hi, Kat. Bin gespannt, ob er angreift oder ob er nicht angreift. Okay. Jetzt ist die Frage, hat er noch irgendeinen Spacko auf der Hand? Muss es riskieren, oder? Ja. Komm, du hast nichts auf der Hand, du hast nichts auf der Hand, du hast nichts auf der Hand, du hast nichts auf der Hand. Komm, 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 komm. Ja. Deswegen gewinnst du auch und bist erfahren und ich nicht. Ich gleich angreift. 3, dann habe ich 4. Scheiße. Kann ich mehr gewinnen, oder? Er mich angreift, macht er mir 12 Schaden, so oder so. Ja, habe ich verloren. Ach, das ist doch doof. Ich mag nicht verlieren. Ich mag nicht. Wie das?
Wenn er mit allem angreift, hat er mir doch 12 Schaden auf jeden Fall. Oder habe ich was verpasst? Tada! Nein! Stopp! Du hast so recht! Oh, ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht. Bug, rede nicht weiter mit mir. Ich bin unwürdig. Oh, ist das peinlich. Ja. Aber wir wissen ja beide, ich hätte trotzdem verloren. Oh, ist das schlecht. Ja. Ne? Ich sollte wieder öfter spielen und denken, bevor ich handle. So, jetzt aber. Aber ich habe zumindest schon mal gelernt, 40... Wie viel waren es? Moment. 40, 17 und 60. 24, ups, warte. Ah! Oh, hallo. Muss in Schlacht schlagen. So. Genau. So, wenn ich jetzt auch verliere, ne? Weil der Typ hier so ein komisches Farbendeck-Wolken-Ding hat. Dann weiß ich es auch nicht. Gehe ich heute weinen schlafen. Na, immerhin habe ich Mana, das ist doch schon mal gut. Ja. Ja.
Wenn ich diese Runde eigentlich sehr schnell gewinnen oder also gewinnen sollte, muss ich aber trotzdem warten, bis alle fertig sind, damit ich die gewonnenen Pakete bekomme, oder? So viele Turniere habe ich ja noch nicht gespielt. Man muss immer warten, bis alle fertig sind, oder? Was war die Geschichte? Hm, nicht schlecht. Ich habe sogar zwei. Sehr fein. Ach, da bin ich ja beruhigt, dass nicht nur mir sowas passiert. Ah, wie viel habe ich denn? 5 Mana. Das sieht gut aus. Hm, fangen wir doch mal damit an. Karte. Oh, das ist cool. Ich habe die angeschrieben, da muss ich mir nochmal nachgucken. Das war so, ich bin immer wieder rausgeflogen und habe ganz viel verloren. Das ist ja spannend. Okay. Dich finde ich uncool. Oh, dich finde ich auch doof. Du kannst 5 Schaden.
Das ist heute nicht mein Tag. Verdammte Axt. Ja, da muss ich gleich mal gucken. Ach, du brauchst die Draft-Nummer? Ja, scheiße. Ich glaube, die Draft-Nummer habe ich gar nicht mit angegeben. Ja, Überraschung. Der kotzt mich heute so an. Ja, ich guck gleich mal nach. Ich habe eh gleich verloren. Nicht. Boah. Ja. So, du sagst, ich brauche so, 17 Dings habe ich ja. Den habe ich noch nie gezogen hier. Ach so, nee, ich brauche Dich brauche ich nicht. Dich will ich nicht. Dich will ich jetzt auch nicht mehr haben. Finde ich doof. Ne,
nicht auch doof? Ach, wir lassen es 42. Ich mach das. Trick of Light findest du nicht so gut? War das nicht, du kannst eine Karte ziehen? Laboratory finde ich gut. Warum startet er nicht das Spiel? Ach, er guckt sich die Hand an. Ja. Ich hätte es halt gedacht wegen der Karte ziehen. Ja, verstehe. Oh, der ist wieder so langsam. Genau der gleiche Ablauf wie vorhin, der hat ja auch schon so gut geklappt. Und schon Star Watcher. Wir beide. Gegen den Rest der Welt.
Hast du gerade etwa nicht gewonnen? Oder hast du mit 150 Karten gespielt und trotzdem gewonnen? Weil du alle Farben gespielt hast. Oh, das ist voll. Voll übel. Zu viel Mana. Mache er das. Das befürchtet. Ah, genau, da hast du mit Bug den richtigen gefunden, Jojo. Na, es geht nicht weiter. Hey, danke, Jojo. Guck mal, schon geht's weiter. Yippie!
Das finde ich so krass, dass sie das noch machen können, obwohl sie blocken. Jo, danke. Schöne gute Nacht, Jojo. Kann das Ding mich kaputt machen? Okay. Das stimmt schon und die ist echt günstig dafür. Eine Runde länger überleben. Juhu. Los, wo ist meine Gewinnerkarte? Also ich muss sagen, ich finde, jetzt habe ich ja 17, ich finde, ich habe zu viel Mana. Ich ziehe mal nur mal. Nichts anderes mehr. Aber ja, wie man macht es, macht man es falsch. Oh, ich hatte auch echt ein schlechtes Deck diesmal, ey. Gut, ein paar Fehler habe ich auch gemacht. Jetzt habe ich verloren. Ich habe gar nichts mehr gegen den. Nee. Hey, Mighty Bow, du kommst ein bisschen. Oh.
Ein bisschen spät. Ich verliere meine letzte Runde hier im Draft. Ja, ich glaube, das war's, ne? Ich bin nicht reiner Game Designer. Ich programmiere nicht. Das heißt, ich skripte höchstens die Sachen, die mir der Programmierer vorgibt. Das heißt, wenn er in Lua oder sowas macht. Alles klar, Cut My Skin. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Also sprich, ich programmiere nicht selber. Ich skripte höchstens so ein paar Kleinigkeiten. Ich bin aber hauptsächlich auch Producer und Business Developer und so. Das heißt, ich gebe die Konzepte vor, sorge dafür, dass wir genug drumherum haben und kümmere mich hauptsächlich auch um die Monetarisierung der Games. Also wie was wo läuft. Also ich handle im Moment sehr viel mit Zahlen und KPIs. Ja, ich weiß. Wenn du dir mein Trauerspiel hier angeguckt hast, das war nicht witzig. Ach so! Jetzt verstehe ich, was du meinst. Du bist raus aus dem Nier. Verstehe. So. Und ja. Okay, das war's. Der Rakash hat verloren. Dreimal. Ist total traurig. So ein Scheiß. Was programmierst du denn? Wahrscheinlich C++, oder? Bist du normaler Anwendungssoftwareentwickler? Oder C-Sharp oder so? Welcher ist denn jetzt nochmal? Also ich kenne ihn leider nicht auswendig. Was macht der Zolltalk denn? Aber Buck kennt ihn sicher auswendig. Ja, okay. Blocken, schnell sein. Oh. Ja. Also mit meinem Häschen-Deck geht's eigentlich ganz gut. Ja, C-Sharp Business Zeugs. Nee, das ist bei mir schon ein bisschen spannender. Und ich könnte zum Beispiel nicht die ganze Zeit programmieren. Also ich bin eher der, der die Anforderungen halt eben gibt, ne? Aber Respekt. Also, ich finde das immer verblüffend so. Aber ich habe zumindest so viel Verständnis, dass ich weiß, was funktioniert oder nicht funktioniert. So. Was Coding technisch angeht. Was Coding-seitig angeht. Achso, ich kann hier beenden, glaube ich. Oder ich kriege ja nichts für nicht gewonnen. Dreimal verloren. Oh, es ist peinlich. Habt ihr alle nicht gesehen. So. Schlimm. So, ich werde mich aber jetzt so langsam auch verabschieden. Ich muss nämlich morgen früh wieder raus. Und ja, schön, dass ihr mal wieder vorbeigekommen seid. Ich bin auch froh, dass das Internet beziehungsweise auch das Stream klappt. All die kleinen Sachen, die man hat. Ja, absolut. Also ich finde es auch spannend, wie unterschiedlich
Sachen gelöst werden von unterschiedlichen Codern, so Problematiken. Ist ja schon sehr kreativ. Ja. Ja, freut mich. Können wir gerne mal vertiefen. Wie gesagt, ich werde mich jetzt verabschieden. Es war sehr frustrierend für mich, das Spiel. Aber ich habe wieder viel gelernt. Zum Beispiel werde ich mal vielmehr die 40-17-Regel ausprobieren. Auch die 60-24. Und ja. Wir sehen uns dann die Tage. Morgen kriege ich Besuch. Das heißt vielleicht Mittwoch. Oder Donnerstag, je nachdem. Okay. Ja, Mighty Bone, wenn du Fragen hast, hier bist du richtig. Ich mag euch jetzt gar nicht unterbrechen. Ich lasse es einfach noch laufen. Aber ich werde mich schon mal um ein paar andere Dinge kümmern. Mich schon mal ein bisschen aufräumen und mich fertig machen. Ich lasse euch das noch an.
Gut, dass du es sagst. Ja, ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. So, mit dem Aufregen. Ich habe schon so viele Zitronen in meinem Leben gehabt und habe versucht, immer Saft rauszumachen. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht. Und wenn ich mich über Karten aufregen würde, ich glaube, dann wäre hier sonst was schon passiert. Okay, ja, dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht und wie gesagt, wir sehen uns. Ciao.